Frieza. Ärgert, Frieza-Armee! Was ich sage, gilt, verstanden? Sir! Jawohl, Sir! Da könnte ich mich gewöhnen. Ich war mir sicher, dass ich auf Namek sterben würde, aber hier bin ich gesund und munter. Glück muss man haben. Ich sehe hier keinen, der stärker ist als ich. Und außerdem sieht dieser Planet sehr lohnenswert aus. Ist meine Zeit jetzt endlich gekommen? Hey! Ja, das Wichtigste zuerst. Wir übernehmen diesen Planeten. Macht euch an die Arbeit, zeigt den Bewohnern dieses Planeten, wer hier der Boss ist. Sir. Gut, Sir. Kein Schritt weiter. Was? Wer zur Hölle bist du? Die Uniform erkenne ich. Ihr gehört zu Freeza, oder? Du kennst Lord Freeza? Natürlich, ich habe sogar gegen ihn gekämpft. Du hast mit Lord Freeza gekämpft? Nur Vegeta und diese Erdlinge waren dumm genug, das zu tun. Ich bin einer der Erdlinge. Was? Das sieht man dir gar nicht an. Ihre Haare waren ganz anders als deine. Yes. Anders? Achso, ich bin gerade Super Saiyajin. Ein Super Saiyajin? Was zur Hölle ist das? Was sowas habe ich noch nie gehört. Ha, ich war schon überrascht, dass er Lord Freezers Namen erwähnte. Aber dieser Typ verschwendet doch nur unsere Zeit. Nichts kann uns aufhalten. Sicher? Der war aber nicht jetzt gerade stark. 35, glaube ich, ne? Du bist verrückt, wenn du glaubst, ich lass dich hier irgendwas abziehen. Ha! Du hast ein ganz schön großes Mundwerk. Ich bin sozusagen der Nachfolger von Lord Freeza als König des Universums. Und das bedeutet, dass mit mir nicht zu spaßen ist. Pass auf, ich zeig dir, wie stark ich bin. Apul kenne ich ja. Ich frag mich, ob man Rust. Obwohl Rusty habe ich noch nicht mal als Skin gesehen. Ich finde es interessant, dass die überhaupt Namen haben. LOL, was? Die sind ja doch stark! Theoretisch ist stärker als Freeza eigentlich, ne? Freeza Armee brauchte einen starken Anführer. Das habe ich versucht zu sein. Wer das wissen müssen, dass ich gar nicht so stark bin. Das bedeutet doch, dass du jetzt den Bösen abschwörst. Oder? Ja, natürlich. Tut mir leid, dass ich so arrogant war. Okay, Männer, wir ziehen ab!
Okay, die andere Mission kann ich nicht machen. Das ist eine Nebenmission. Speichern. Oh, Bulma nervt mich gerade. Das ist schade, dass es ein bisschen Bugs hat, aber gut. Och, nicht schon wieder! Bitte rette mich, dieser Freak sind einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Right. Keine Angst, um die kümmere ich mich. Jetzt bist du wieder in Sicherheit. Vielen, vielen Dank. Ich dachte schon, das wär's gewesen. Moment mal, wer bist du? Was? Ah, ich bin Strong Gohan. So wie meine Haare aussehen, hast du mich wohl nicht erkannt. Ach, du hast recht, du bist es. Wirklich? Wow, du wirkst richtig, wirklich anders. Ganz anders. Ja, es ist viel passiert. Wow, du wirst aber ganz schön oft angegriffen. Das ist einfach furchtbar. Meinst du, das liegt wieder an meinem Essen? Riecht es wirklich so gut? Nein, weißt du was? Mit denen stimmt was nicht. Die müssen dich für einen wandelnden Supermarkt halten. Meinst du das wirklich? Das wäre ja schrecklich. Sei einfach besonders vorsichtig, wenn du etwas zu essen dabei hast. Womit habe ich das verdient?
Ich will doch nur was Leckeres kochen. Also, ich gehe dann mal. Pass auf dich auf, okay? Hey, halt! Du darfst doch nicht gehen. Ich muss dir noch für meine Lebensrettung danken. Hier, bitte nimm das. What? Das bist du dir auch ganz sicher? Ja. Absolut, ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich dir weniger geben würde. Vielen Dank. Goodbye. Nein, ich danke dir. Sollte ich nochmal angegriffen werden, zähle ich darauf, dass du mich rettest. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie nochmal angegriffen wird. This tastes really good. Auf zum Lukadorf. Hey, Bulma. Oh, hallo, Son Gohan. Was machst du hier? Mein Vater ist vollkommen in seine Arbeit vertieft. Wenn du Zeit hast, könnte ich wirklich deine Hilfe gebrauchen. Wäre das möglich? Wenn es in Ordnung ist, dass ich dir helfe. Thanks. Danke, das hilft mir sehr. Also, wobei brauchst du denn Hilfe? Naja, es geht um meinen Vater. Hier sind alle Ressourcen erschöpft. Ich könnte es an diesem anderen Ort versuchen, aber wie lange würde ich das dauern? Siehst du? Das geht schon eine ganze Weile so. Sobald er sich in irgendetwas hineinstürzt, dauert es ewig, bis er da wieder rauskommt. Er ist ganz allein hierher gekommen. Ich hatte Schwierigkeiten, ihm zu folgen.
Aber ich bin es leid, mich damit abzugeben. Also hoffe ich, dass du mir helfen kannst. Ich würde ja gerne helfen, aber ich weiß nicht, was ich für einen Forscher wie ihn tun kann. Entspann dich, das ist überhaupt nicht kompliziert. Ich möchte nur, dass du ein paar Materialien für ihn sammelst. Ah, okay, das schaffe ich. Hey, Papa! Hey, Papa! Na, was ist? Hast du mir noch ein Enkelkind geschenkt? Was? Wofür hältst du mich eigentlich für eine Babyfabrik? Was? Ich habe jemanden gefunden, der dir hilft. Hier, sag ihm, was du brauchst. Oh, mal sehen. Hat es auch? Nein, das muss ich ja wirklich suchen. Das sollte alles sein, was ich brauche. Ich weiß, was du denkst. Was sollen denn diese ganzen verwirrenden Namen, richtig? Und alles davon findet man sich am selben Ort. Jedes Mal, wenn ich es bestelle, wird es an die falsche Adresse geliefert. Ich dachte mir, es wäre schneller, die Sache einfach selbst zu besorgen. Aber hier ist nichts mehr. Es gibt einen anderen Ort, an dem sich befindet, was ich brauche. Allerdings ist er für mich ein bisschen zu weit weg. Ah, okay. Ich kann das für dich übernehmen. Thank you.
Danke, ich markiere den Ort auf deiner Karte. Viel Glück da draußen. So. Musste mal jemandem helfen kurz, sorry. In der Nähe des Orts gibt es einen Bergarbeiter, der sich mit Mineralien auskennt. Rede mit ihm. Right. Alles klar. Huge waterfall! I think I can take this guy. Du bist der? Suchst du etwas Bestimmtes? Let's see. Findest du da drüben? Okay. Sieht hier irgendwo so aus, aber nein. How many more are left? Großes Dorgalied, wo finde ich das?